Salve a tutti, es ist der 6. Dezember, Happy Nikolaus. Mit Sicherheit hat es jetzt der ein oder andere von Ihnen verkleidet und bringt den Kindern irgendwelche Bonbons. Bei mir verkleidet sich ja keiner mehr und ich mich auch nicht, obwohl ich grau genug bin. Wie gesagt, es ist der 6. Dezember und ich möchte mir gerne nach langer Zeit mal wieder den DAX mit Ihnen anschauen. Also hier geht es nur und ausschließlich um den DAX, der liegt vor Ihnen, eine Kerze, ein Tag. Und seit der Zeit, in der ich weggegangen bin, Ende Oktober, Anfang November, ist gar nicht so viel passiert, muss man wirklich sagen. Das ist im Prinzip eine 400-Punkte-Sideways-Range. 400 Punkte, das ist nicht viel. Ja, das sind gerade mal 3%. Das ist ziemlich wenig. Da haben sich manche Aktien doch schon etwas mehr bewegt. Gehen wir es durch. Zum einen haben wir dieses Gap hier. Wo ist denn das Fadenkreuz? Hier ist es. Dieses Gap hier vom 1.11. bei 12.952, das haben wir geschlossen. Das ist zu. Der Chart ist überwiegend sauber. Es gibt immer noch kleinere Gaps. Hier unten gibt es auch noch eins hier. Aber das ist jetzt hier auch noch, finde ich jetzt im Moment gar nicht mal so interessant, weil die sind weit weg. Wir haben eine ganz klare Top-Bildung. Die ist bei 13.400. Wir haben das Jahreshoch zwar geschafft, aber nicht das All-Time-High. Und wir haben hier einen Boden, der sich hier bei der 12.800 bewegt. Das sind so die ersten markanten Punkte. Die Bänder waren super eng. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Bonbon hier, ne? Was man auf der einen Seite dann aufzieht oder vielmehr auf dieser Seite aufzieht. Die Bänder geben keinerlei Signale. Wir handeln ziemlich genau in der 20-Tage-Linie. Wir waren da auch schon wieder dran bei 13.184. Wir sind leicht positiv über den Trendfolger. Wir sind leicht positiv über den Oszillator. Aber ich gebe das ganz offen zu, hier ist kein einziges Signal für mich dabei, wo ich sage, okay, das schmeißt alle anderen über den Haufen, das ist sehr gut, das ist sehr schlecht. Für mich ist der Markt überwiegend sehr neutral. Ich würde mal schätzen, eine 55 zu 45 Chance für den Markt, für steigende Kurse. Aber ich glaube, es gibt interessantere Einzelwerte als den Index selbst. Aber einen Vorteil hat so ein Markt, der in einer relativ engen Range handelt. Ich kann mir einen Put aussuchen, der liegt kurz oberhalb des Highs. Und ich kann mir einen Call aussuchen, der liegt kurz unterhalb des Lows. Hier war das Low 12.925, aber ich habe mir sowas hier ausgesucht. Ein 12.841er K.O.-Schein, einen Call. Das ist von Goldman Sachs, ein Open-End-Schein mit der Kennnummer Gustav Bertha 6, Bertha Nordpol 5, GB6BN5. Der liegt also ungefähr hier, 12.841. Der ist gedacht für den Fall, dass wir tatsächlich die 13.400 rausnehmen. Der hat im Moment einen Hebel von 40, der wird dann deutlicher zurückgehen. Und jetzt schauen wir mal nach dem Put. Und den möchte ich eigentlich legen hinter die 13.400. Und da kann ich mit sowas hier aufwarten. Ebenfalls von Goldman, ebenfalls ein Open-End-Schein. In diesem Fall mit der Basis 13.452, da liegt er hier. Das ist hinter dem oberen Band, hinter dem Jahreshoch. Das ist die Kennnummer Gustav Bertha 59 Unsinn Theodor GB59UT. Der ist gedacht für den Fall, dass wir den Bereich von der 12.900 unterbieten. Dann kann ich mit dem nochmal spielen. Das ist also der große Vorteil. Ich muss nicht zu weit weggehen mit den Strike-Preisen der jeweiligen Optionen. Aber ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe... Also ich weiß nicht, was hier irgendwie eine Stampede nach oben oder unten auslösen kann. Ich finde es ziemlich langweilig. Im Index selbst werde ich nichts machen. Es gibt diverse Einzelwerte, die meines Erachtens nach deutlich interessanter sind. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.